dritten Teil und verdammt ist es etwas frischer. Wir sind jetzt hier in der Altstadt. Am Rembrandtplein hat man die Nachtwache von Rembrandt als Figurengruppe aufgebaut. Das Wohnhaus des Ehepaares Willett Holthusen hat man so eingerichtet gelassen, wie es zu Zeiten seiner Besitzer im 19. Jahrhundert ausgesehen hat. Ebenso noch eingerichtet wie im 19. Jahrhundert ist das Gevenik-Hindo-Blues. Bin ich zu dem Haus, in dem Rembrandt tatsächlich einmal gewohnt und gearbeitet hat. Jetzt nochmal durch die Fußgängerzone und dann zum Königspalast. Abend gegessen habe ich dann bei Hessen Claes, dem vielleicht besten Restaurant in Amsterdam. Das war der dritte Tag in Amsterdam.